Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht das ziemlich geil aus mit den Beams hier und der wundergehenden Sonne, muss ich mal sagen. So, ich überlege gerade noch mal, wenn wir bei 28 angefangen haben, können wir bis 48 plus 2, also 50, ungefähr bei 50 und so. Okay. So. Hier einfach schon mal so ein bisschen was in der Art. Und hier kommt dann sowieso noch der Boden hin, von dem wir auch noch nicht ganz genau wissen, wie der dann aussehen soll. Er könnte natürlich schon auch irgendwie steinig sein, der Weg. Aber wie gesagt, so irgendwas hölzern, das wäre natürlich auch ganz nice. Vielleicht probieren wir das gerade einfach mal aus. So, wir haben Fichtenholz. Fichtenholz nehmen wir fürs Dach. Das heißt vielleicht Tropenholz. Gute Frage. Dann haben wir hier noch, genau, hier haben wir normales Tropenholzbretter. Können wir ja mal kurz ausprobieren, wie das ausschaut. Sieht dann wahrscheinlich auch mit jedem Texture Pack anders aus. Vielleicht bleibe ich jetzt auch bei dem. Ich habe keine Ahnung. So ein bisschen bin ich da auch auf euer Feedback angewiesen. Okay. So richtig kacke sieht es nicht aus, aber so richtig geil auch nicht. Ein grüner Teppich wäre natürlich auch ganz nett. So. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch schon zu müde, um das jetzt gerade irgendwie sinnvoll zu machen. Ich probiere trotzdem mal, ja, aber gut, wenn wir Fichtenholzdach, upsala, Entschuldigung, wenn wir ein Fichtenholzdach machen und dann aber auch Fichtenholz drunter packen, das sieht, glaube ich, einfach nicht gut aus. Marble drunter? Nö. Normale Birkenholzbretter? Achso, nee, das sind nicht normale, sondern das sind Birkenholzbretter. Das könnte man natürlich auch mal probieren. Lasse gleich mal den kompletten Birke gemacht. Könnte aber dann einfach auch zu hell wirken irgendwie. Ich glaube, vielleicht ist auch so ein richtig geiler dunkler Basaltstein, der vielleicht auch ganz nice. Ob ich den jetzt hier da. Ich bin ratlos, Leute. Daran sieht man vielleicht auch so ein bisschen, dass es das nur so halbgeil ist, irgendwie, das Ding. Basaltstein hatten wir doch auch dabei, oder? Wir hatten doch irgendwo Basaltstein. Kies, Erde, Erde. Oder müssen wir nochmal los ins Basaltstein holen? Könnte natürlich auch sein. Oh, geil, geil. Schöner Nachthimmel. Da würde ich nämlich sagen, das probieren wir jetzt nämlich mal aus. Wir rennen mal kurz dann zum Vulkan, holen uns ein bisschen Basaltstein, machen aber vorher noch mal kurz eine Spitzhacke. So. Pennen ein Ründchen und dann gehen wir mal ganz schnell zum Vulkan. Wir haben uns ja wunderbar einen Bookmark gesetzt, einen Wegpunkt gesetzt. Und danach, ja, wir essen erst noch mal kurz was. So, wo ist der Vulkan? Marble, Vulkan waren ungefähr die gleiche Richtung. Wunderbar. Und los geht's. So, ein paar Monster sind natürlich am Start. Wir gehen da lang. Ungefähr 500 Meter entfernt oder Blöcke entfernt. Hier hat jemand den Baum abgefällt, ohne komplett abgefällt zu haben. Sieht auch nicht so super aus. Ist da noch was drin? Nope, ist leer.
So, der Vulkan, 375 Meter entfernt. Oh, hier ist vorhin der Creeper explodiert, alles klar. Plotsch! Und weiter geht's. Können wir schon wieder nicht mehr rennen? Oder was ist da los? Vulkan. Achso, ich dachte, das wäre alles Eis. Komm schon. Warum ist das so schwierig immer? Der bleibt auch jedes Mal hängen und dann muss man ihn wieder neu starten, um es zu rennen. Das nervt noch ein bisschen, muss ich sagen. Wahrscheinlich muss ich einfach mal einen Knopf belegen, dass er die ganze Zeit rennt, wenn ich will. Weil das nervt wirklich. Höchstwahrscheinlich, hm? So. Alter. So, da ist unser Vulkan. Autschi. Dann nehmen wir uns da gleich mal schön viel Basalt mit. Basalt Cobblestone. Könnte natürlich auch ganz nice aussehen, muss ich mal sagen. Das ist die Musik. Ich dachte gerade, es knattert hier irgendwas. So. Noch 5 Minuten haben wir Zeit. Da gucken wir mal. Vielleicht... da werden wir auf jeden Fall genügend Basalt mitnehmen, um uns wenigstens den Boden auslegen zu können. So. Die letzten Folgen haben wir ja relativ viele Dinge abgebaut. Aber man braucht halt erstmal ein paar Dinge. Muss erstmal ein bisschen abbauen, damit man überhaupt was hat zum Bauen. Und wir sind ja gerade erstmal dabei, unser Häuschen ordentlich einzurichten und zu bauen. Und wenn das getan ist, dann kümmern wir uns um die ganzen anderen Projekte. Machen dann auch mal schön eine... unser Bienengedöns zu Ende, was wir jetzt auch angefangen haben, das wollen wir natürlich auch zu Ende führen. Vielleicht schaffen wir es dann auch in der Zwischenzeit dann mal für das Dorf noch ein paar Sachen zu machen. Wir haben ja bisher eigentlich nur die Bäume gepflanzt, die die ganze Sache ein bisschen angenehmer gemacht haben, fand ich. Und ja, wir haben dann noch so das ein oder andere Kraftwerk zu bauen. Wir wollen ja eigentlich, deswegen heißt das Projekt ja auch Power City, wollen wir die ganze Stadt gemeinschaftlich mit Strom versorgen. In gemeinsamer Anstrengung sozusagen mit Strom versorgen. Und das ist auch noch ein Projekt, das erfüllt werden soll oder das umgesetzt werden soll. In Power City. Und darauf freue ich mich schon. Und ja, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Insgesamt soll das Projekt ja eigentlich ein bisschen länger dauern. Jo. So. Dann haben wir das auch bald geschafft. Wie viel haben wir denn schon? Noch nicht mal 2 Stacks. Wow, das dauert aber lange. Ich hoffe, das reicht dann auch tatsächlich. So, das Ganze klingt wie eine Gymnopädie im Hintergrund. Eine Version. Und so langsam werde ich schläfrig. Ihr merkt, dass meine Stimme versagt. So nach der 3. Episode. Das ist ja so, wenn man mal, wenn man sich die Let's Player so anschaut, denkt man sich so, ja gut, die hocken sich halt hin und zocken ein bisschen. Wer das aber mal selber gemacht hat, der weiß, wie anstrengend das eigentlich ist. Und wie anspruchsvoll, auch einfach technisch gesehen. Bei denen läuft es einfach. Und hat sich mal kurz hier das Ding abgebaut, okay. Und du merkst es ja eigentlich gar nicht, wie gut es läuft. Ja? Du genießt es einfach nur, findest es gut, aber weißt ja nicht so wirklich warum. Und das liegt halt daran, dass die unbedingt dafür sorgen, dass sie sich um so einen Scheiß wie Texture Packs oder Shader oder so einfach
davor so gut kümmern, dass man während der Aufnahme halt einfach nichts merkt davon. Und das ist echt geil gemacht und zudem sind die dann einfach auch noch unterhaltsam oder sympathisch oder weiß ich nicht, cool, dass das eigentlich überhaupt kein Problem ist. Oh, jetzt geht gleich mein Handy aus, weil Batterie ist gleich leer. Ja, wir haben noch 2 Minuten und da würde ich sagen, bauen wir hier noch diesen Brocken ab, latschen dann nach Hause und beenden diese Session für ein weiteres Mal. Dann haben wir auch unfassbare 3 Folgen aufgenommen, hintereinander. Die Stimme versagt. Aber ich habe Gott sei Dank etwas Vick zu Hause. Vick Hustenbonbon. Wenn die Stimme versagt. Es gibt aber auch andere Hustenbonbons übrigens. So. Den nehmen wir noch mit. Eigentlich könnten wir noch das hier noch mal schnell abbauen, oder? Aber ich habe Angst, dass dann der Golden LP sauer ist, weil ich natürlich immer so eine Minute oder so drüber bin. Weil ich nicht zum Punkt komme. So. 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 Schneller! Ich hätte doch mal eine Spitzhacke aus einem etwas hochwertigeren Material mal anfertigen sollen. So, das ging doch jetzt ein bisschen schneller, als ich dachte. Wunderbar, haben wir hier mal kurz die komplette Ebene abgeholzt. Wunderbar, vielen Dank, lieber Vulkan. Ja, 4,5, 6, das muss reichen. Und machen wir uns schön auf den Heimweg. Und dann ist auch schon wieder die 3. Episode vorbei von Power City. Das geht immer so unfassbar schnell. Ich bin begeistert. So, und hier sind echt total viele Bienenstöcke, die wir mal alle schön mitnehmen können. So, Dorfzentrum, 370 Meter. Pledge. So. Ich finde ja, so langsam könnte mal wieder jemand in Varro sterben. Das war am Anfang ja ziemlich krass, da sind ja total viele gestorben. Und dann auf einmal, dann plötzlich gar keiner mehr. Also bestimmt so in 4 Folgen oder so niemand mehr wirklich gestorben. Nicht, dass man sich wünschen sollte, dass irgendjemand stirbt und so, aber es ist natürlich insgesamt einfach dann ein bisschen langweilig, wenn natürlich alle dann voll ausgerüstet sind, voll Diamanten und so, volle Dia-Rüstungen und so weiter. Natürlich schon eigentlich ein bisschen cooler, wenn die auf unterschiedlichen Stand sind, ja, dass da. Aber es ist auch nicht so einfach, jemanden da zu finden, muss man auch sagen, ne? Naja. So. Fast wieder zu Hause. Wunderbar. Da sieht man auch schon das Schulgebäude von der Ferne. Und ich habe schon wieder so einen Hunger. Da müssen wir uns bald auch wieder ein bisschen um Essen kümmern. Aber wir haben ja genügend Schweine am Start. Wow, okay, voll die Hecke am Start hier. Bam, bam. Autschi. So, da sind wir auch schon wieder. Da ist auch unser Häuschen. Wunderschön. Das wird, Leute. Ich glaube, das wird gar nicht so schlecht. Und hier muss man halt echt da mal ein bisschen gucken, wie das aussehen könnte. Ich glaube, das wird gar nicht schlecht. Ja, hier ist eine Höhle, ich weiß. So, so. Da legen wir das schnell noch probehalber einfach mal aus. Ist mir vielleicht ein bisschen zu blinky blinky. Okay. ich weiß es nicht. War es vielleicht auch umsonst der Weg? Mal schauen. So, und bei diesem wunderschönen Wetter und bei diesem herrlichen Sonnenuntergang sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Und schreibt in die Kommentare, zum Beispiel, welchen Boden wir hier zum Beispiel nehmen sollen, weil das ist echt nicht so einfach. Ich glaube, ich tendiere doch ein bisschen zu Birkenholz, muss ich sagen.
finde ich, sieht sehr interessant aus. Und wie gesagt, dann nochmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine schöne Restzeit und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Power City. Dankeschön, auf Wiedersehen. Ausloggen, Verbindung dran.